Dieser Podcast wird live vor einem Studio-Link-Out im Publikum. Dieser Podcast wird live vor einem Studio-Link-Publikum aufgezeichnet. Ich sitze einfach hier und esse meinen Apfel. Ich dachte, ich mach's dann auch selbst, weil ich habe ja noch so ein paar Schnipsel da liegen. Wenn wir genug Schnipsel zusammenschnipseln, haben wir eine Folge geschnipselt. Eine Konfetti-Folge. Ja, Fetti. Ist das sowas wie Chili con Carne? Podcast Konfetti. Hast du mich gerade dick genannt? Ja. Okay. Ich hab Rücken. Ich ja, bin Ole. Ich auch. Wobei es bei mir heute tatsächlich einigermaßen geht. Sehr gut. Ja. Letzte Woche war es nicht gut. Dann ging es jetzt die letzten Tage und heute fängt es wieder an. Nee. Ihr müsst einfach mal Yoga machen. Theoretisch ja, praktisch bin ich zu fett dafür. Ich hab's probiert. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Willkommen bei A und V. Okay, mach weiter. Anal und Verkehr? Nein. Ja. Automobil und Verkehr. Ja. Wir haben uns nur noch nicht über die Reihenfolge geeinigt, wie wir stehen. Beim Verkehr oder... Also ich will im Auto ja eigentlich sitzen. Okay, Jonas sitzt. Und wer steht auf der Motorhaube? Jonas sitzt, Hendrian ist seine Pink Lady. Oh ja. Und ich hab Rücken. Das ist, ja, das. Reicht für heute, oder? Drück meine Knöpfe. Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Rüdiger. Guten Morgen, kleines Schweinchen. Guten Morgen, großes Schweinchen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Aua, mein Auge. Hier, Flo. Ja. Welche Zeitung lesen Kühe am liebsten? Ich weiß nicht, Rüdiger, welche Zeitung lesen Kühe am liebsten? Die New York Times. Oh Mann, ey, ist das heiß, Alter. Danke fürs Knöpfchen drücken. Aber immer wieder gerne, Schatzi. Das war schön. Ja. Also dann, mach's gut. Ciao. Welches Tier macht eigentlich immer Ich weiß nicht, Schatz. Welches Tier macht immer Eine Kuh ohne Lippen. Verstehst du? Eine Kuh ohne Lippen, weil die nicht sagen kann. Deshalb kann die nicht Mu sagen, sondern immer nur Ich könnte noch den Witz mit dem Blinden und dem Hund erzählen, aber ich weiß nicht, ob der so angebracht ist. Dir der Witz gefallen. Kommt ein Blinder mit seinem blinden Hund in die Kneipe und nimmt den Hund so an der Leine und schwingt den so über den Kopf, immer so im Kreis. So, weißt du, so hui. Dann sagt der Barkeeper, was machst du denn da? Und dann sagt der Blinde, ach, ich guck mich nur um.
Das Schlimme ist, den kannte ich sogar. Ei, Karamba. Ich könnte noch den mit der Asiatin beim Squirten erzählen, aber ich glaube, das geht zu weit. Und wenn wir uns was Wasserdichtes anziehen? Nein, der ist ein bisschen rassistisch, den erzähle ich nicht. Ah ja, besser. Wir schneiden das raus, oder? Was denkst du? Ich schneide nichts. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir sollten öfter Episoden dieser Länge machen. Ja, du magst es kurz, oder? Ja, passend zum Penis. Ja, ach. Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf das Gewicht, was man dranhängen kann. Sagte sie und machte hui. Ach, ach, ach. Hast du mitbekommen, dass ich einen gehäkelten Kraftzahl habe? Ja. Ich finde den total großartig. Der sitzt hier nämlich über meinem Bildschirm im Regal und guckt mir die ganze Zeit beim Schaut mich verurteilend an, während ich schlechte Witze erzähle. Du kennst diesen Tweet, oder? Welchen? What's your favorite vampire? Nein. The one in Sesame Street. Oh, he doesn't count. Oh, he does count. Ach, ach, ach. Das gefällt mir. Ach, ach, ach. Ich probiere jetzt mal noch was aus. Das fühlt sich interessant an. Warte, ich nehme beide Hände. Geht das auch mit Sprühkäse? Wer nicht probiert, der nicht schmiert. Dingsendings. Dingsendings. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 dam. Dam. Da 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 dam. Dam. Da 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 dam. Ach, verdammt. Wo ist es denn? Wenn du vorne das da, zwei Zentimeter nach oben gehst. Warte mal. Jetzt habe ich die Kopfhörer raus. Oh. Ich erzähle den Witz trotzdem nicht. Wollte ich nur gesagt haben. Ach, ach, ach. Ach, ach. Das war übrigens ein schreiender Mops, der keine Lust hat, dass man ihm die Nägel schneidet. Okay. Kranke, 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 kranke. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Mops so schreien. Ich glaube, das ist der Einzige, der so schreit. Ja, haben wir noch Dehnung und Dehnung? Haben wir noch Dehnung? Ich weiß nicht. Oh, sprichst du Walisisch? Thank you.
3, 2, 1, Start. Und willkommen zurück zum dritten Techniktest des Königbube Dame Gast. Der scheiß Fuck-up ist immer noch nicht gelöst und ich kriege langsam ein bisschen das Kotzen. Aber bei mir ist immer noch der wundervolle Hendrion. Hallo Hendrion. Techniktest, Techniktest, Techniktest. Yay. Wenn man dreimal nachts vor dem Spiegel Techniktest sagt, erscheint ein großes Mikrofon hinter einem. Pisa-Bratte, Pisa-Bratte. Dann klingeln die Zeugen Thomans. Sehr gut, das sollte doch schon genügen, um es mal kurz in die DAW reinzuschmeißen. Okay. Ich beende die Aufnahmen. User in your. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem obligatorischen König-Bube-Dame-Gast Techniktest. Denn wie immer haben wir hier ja den klassischen Fuck-up und wissen nicht warum. Wunderbar. Genau. Genau. Theoretisch sollte er jetzt aufnehmen. Test, Test, 1212. Hallo. Sprich ruhig ein bisschen weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einem obligatorischen König-Bube-Dame-Gast Techniktest. Denn wie immer haben wir hier ja den klassischen Fuck-up und wissen nicht warum. Und deswegen sprechen wir jetzt beide mal kurz in die Mikrofone und schmeißen das Ganze gleich mal in Reaper und gucken, was so die Ausschläge sind, weil wir mögen wunderbar keine Ausschläge. Genau. So, jetzt gehe ich wieder auf Extras, Aufnahme beenden. Genau. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zum letzten und finalen Technik-Fuck-Up-Test. Hallo, hallo, hallo. Und bei mir ist der Hendrion. Techniktest Nummer 4. Das wird super. Was ist genau das Problem? Wir wissen es nicht. Was das Problem ist. Bei mir kommt anderes Audio an als bei dir. Es ist super und die Kurven sind sehr beängstigend, so ganz insgesamt. Aber nun, wir probieren jetzt gerade mit Multitrack-Aufnahme und ich werde gleich mal sehen, ob ich diesen Schwachsinn schneiden kann. Ich mag beängstigende Kurven. Bitte schneiden. Okay, in diesem Sinne, danke dir für die Hilfe und fürs Testen. Aber sehr gerne. Alles klar, bis gleich. Und da sind wir wieder. Es war eben doch nicht der finale Techniktest. Mein Name ist Tela, ich bin langsam kurz vorm Weinen. Bei mir ist immer noch der Hendrion. Hallo Hendrion. Mir macht sowas Spaß. Ja, du bist ja aber auch masochistisch veranlagt. Gut, ich auch, aber das hier empfinde ich tatsächlich eher als Sabotage als Ach, ach, ach. Nur damit wir es gerade nachverfolgen können, was haben wir gerade getan? Wir haben hoffentlich in den Windows-Sound-Einstellungen die Mikrofonlautstärke von dir ein bisschen angehoben. Und hoffen, dass das jetzt was gebracht hat. Genau. Du klingst jetzt hier aber im, sag schon, Teamspeak, nicht wesentlich lauter. Was ich aber gehört habe, eben auf den Spuren, die du mir geschickt hast, was ich sehr spannend finde, dass meine Kopfhörer so undicht sind, dass dein Gerede über meine Kopfhörer in mein Mikrofon reinkommt. Ja, manchmal schon. Dessen war ich mir nicht bewusst und ich werde mir demnächst geschlossene Kopfhörer besorgen. Ich würde jetzt tatsächlich mal noch einen Test machen, ganz kurz. Ja. Ich stelle dich jetzt live mal auf minus 8 dB. Okay, ich stelle mich auf minus 8 dB. Mein Name ist immer noch Dela und das ist der letzte verzweifelte Versuch, diese Spur irgendwie in ein vernünftiges Maß zu bringen. Auch mit minus 8 dB klinge ich herrlich. Du klingst tatsächlich ziemlich gut, also das scheint nochmal gar nicht so falsch zu sein. Ja, ich klinge gut, weil ich sehr nah am Mikrofon war. Aber auch wenn ich ein bisschen weiter weg davon gehe, klinge ich, glaube ich, noch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt die Aufnahme beenden. Alles klar. Und schicke dir gleich die Spuren wieder. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Techniktest. Ich will nicht mehr. Hallo, Hendrion. Techniktest Nummer 6, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ich glaube, ich habe den Überblick verloren. Wir haben dich jetzt auf 8 dB runtergestellt und haben jetzt die Hoffnung,
dass das eventuell geholfen hat, weil es vorher, als ich das live in der Aufnahme getan hat, vielleicht einfach noch nicht angewendet worden ist. Kein Pegel kann mich stoppen. Okay, ich beende mal die Aufnahme. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum hoffentlich allerletzten Techniktest für diese Runde. Mein Name ist Dela, bei mir ist der wundervolle Hendrian. Hallo Hendrian. Höre auf dein Herz, wenn es dich anrufen tut. Außerdem der großartige Jonas. Hallo Jonas. Selber großartig. Und der ebenfalls wunderbare Flo. Hallo Flo. Ich hätte diese Aufnahme gerne als Podcast-Schnipsel für den A&V. Danke. Okay, kriegen wir hin. Du kannst auch gerne unsere ganze Techniktest-Sache gleich noch mit dazu kriegen, weil Hendrian und ich haben uns gerade schon die letzte Dreiviertelstunde mit meiner Technik geprügelt. Gerne, dann haben wir eine Folge voll. Okay. So, ich beende die Aufnahme. User entered your channel. Und jetzt noch mal rückwärts.
Morgen an ist immer noch für kalt schon noch vor gebiegen nur letzten hat noch so eine wenn ich jetzt noch mal habe.
Sehe ich
fahren nach dem mitten des Nervs. Das heißt, wir noch auf. Nicht zu sehen. Ich muss eine Frage. Ich nerv schon so rum. Nicht nerv schon, ich bin gar um. Ich bin gar um.
Hallo, der Häufchen. Was heißt das? Hallo. Riniel, wenn das in ein Knecht ist, hallo. Nein, ich hab's nicht. Das ist nur hier. Das ist hier nicht einfach, aber ich hab's nicht. Hallo, ich hab's nicht. Noch einmal, gut, wir haben auf einer Summe. Hang. Nein, das ist nicht noch mehr. Das ist nicht mehr. Schnuchchen. Das ist aber auch ein bisschen. Hi. Du bist? Ich muss aber gleich. Ich muss das hier heulen mit dir. Hallo. Hi. Hörchen. Oh. Hi. Na, ne, geht nach dem Sack. Ich hab noch gesagt, noch will ich nicht wissen, was das ist. Hi. Wirgel auf, wie noch in der U. Das bin schon, wirgel auf, das bin schon, was ist das bin schon, wenn man irgendwie, das bin schon, muss man nicht machen. Ja, das war das haben hier, ist halt hier. Mann, am Zeit noch, ich hoffe, das ist hier. Das ist die erste Form, wie du dich nicht mehr auf dem Pferd lebst, sag doch mal sie. Und wie du dich nicht mehr auf dem Pferd lebst, sag doch mal sie.